Okay, alles, was ich jetzt in diesem Workshop tue, ist einfach für mich immer. Ich entdecke immer beim Arbeiten. Also ich lerne mit. Das heißt, ich bin als Teil, zum Beispiel als Herz, ich gebe Impulse, ich habe Absichten und immer, wenn ich anfange, fängt an, sich etwas zu entwickeln. So arbeite ich einfach auch seit Jahrzehnten. Also ich bin Mitlehrender und Mitlernender. Einfach weil einfach die Natur ist so. Und eben und vermisse einfach oft, deswegen habe ich angefangen, diese Forschung im Bereich Organismus. Und wir wissen, das Universum ist ein Organismus, alles ist in Organismen organisiert. Und das wird einfach auch in der heiligen Geometrie hier oder da in der chinesischen Medizin einfach auch geforscht, aber mir fehlt einfach richtig eine moderne Forschung, die einfach auch den Organismen, der Organen im Körper die richtige einfach richtig erkennt, welche Funktionen sie haben und wie sie einfach auch zusammenspielen und was einfach auch in dem Bereich einfach auch wichtig ist. Also mir fehlt diese Forschung, nachdem ich einfach auch über ein Jahrzehnt einfach im Bereich intuitive Intelligenz geforscht habe. Ich habe einfach gesehen, okay, jeder hat eine spezielle Meisterschaft. Einer sieht, der andere hört, der andere riecht, der andere hat Takt, ein Takt. Habe ich einfach gesehen, dass okay, jeder kann channel, jeder kann seine angeborenen Kompetenzen leben, jeder kann seine Talente entwickeln. Und eben nach langer Zeit habe ich gesehen, dass das jeder einseitig macht. Ne? So einer wird Tänzer oder wird Mathematiker und dann fehlt aber so diese innere Forschungsstelle, die im Körper ist, die einfach ständig neue Impulse gibt. Oder es geschieht einfach auch so unbewusst und es geschieht einfach auch also nicht koordiniert oder nicht organisiert. Und deswegen habe ich vor einem Jahr habe ich ständig Informationen bekommen, ich soll einfach im Bereich Organismen forschen. Und ich habe kein Wort gefunden, kein anderes Wort als organizistische Intelligenz, weil ich wollte nicht ein Organ, die Intelligenz eines Organs im Vordergrund stellen, sondern die des Organismus. So. Weil die Organintelligenz, das machen wir sowieso. Und das ist einfach immer isoliert. So wie jetzt für mich einfach, was ich jetzt gelernt habe, dass Netzwerke sind für mich kein Organismus. Und wir können einfach anfangen, neue Worte zu finden für menschliche Kommunikation. Ich habe das in Firmen gemacht, das habe ich erfolgreich in Firmen aus der Sicht der organisatorischen Intelligenz gearbeitet. Und habe einfach auch die unbewusste wirkende Organe in der Firma, die eigentlich auch, wenn sie unbewusst sind, störend sind, erkannt, eingesetzt, empowered und funktionsfähig als Organismus, als funktionierendes Organismus einfach auch eingesetzt. Und das war eigentlich sehr erfolgreich. Das heißt, ich wurde diese Forschung und diesen Workshop Erfahrungen machen, dass wir einfach auch sehen, in uns sind mehrere, viele Meister, Energien. Und wir kennen vielleicht nur ein oder zwei, oder wir wirken einfach immer einseitig. Und die anderen Organe werden krank oder gehen in Minus oder in zu viel Plus, weil wir sie einfach auch vernachlässigen. Auch im Familiensystem natürlich, wenn alle, jeder seine Rolle hat. Ellinger, dann funktioniert die Familie. Gut, im medizinischen Bereich ist es natürlich kaum geforscht worden, für mich im soziologischen Bereich ist kaum geforscht worden. Also den Organismus als Einheit, als Intelligenzzentrum ist einfach auch, ich habe
nie was gesehen oder gelesen, wo ich das Gefühl haben konnte, das ist toll oder das finde ich toll. Es fehlt mir und ich fange einfach die Forschung, ohne etwas zu wissen oder zu können. Und das mache ich seit Jahrzehnten so. Ne? Und ich so ein paar Jahrzehnte immer so gearbeitet. Also wir haben eine Gruppe seit einigen Monaten, eine Forschungsgruppe gegründet, nennt sich auch Ausbildung. Und wir werden dann morgen weitermachen. Und alle sind dazu eingeladen, in diesen großen Kontext mitzuwirken. Und jetzt machen wir einfach ein paar Erfahrungen. Ja? Okay. Gibt es Fragen? War ich zu schnell jetzt? Ich denke, es kommt immer im Wirken oder in, dass man das jetzt. Okay. Also die Schritte für mich dahin sind einfach. Den Weg, den wir bis jetzt geforscht haben, ist zu erkennen, welche Organ in dir zu stark ist. Der Diktator. Welcher Diktator in dir ist. Ne? und dann zu schauen, warum, und dann ein bisschen zu schwächen. Und dann vielleicht, welche Organ zu schwach ist, so dass wir ein paar Schritte machen, dass wir einfach auch so in unser Organismus ein paar Erfahrungen machen können, dass das, was wir glauben, nicht die Realität ist, sondern die Realität ist immer, dass alle Organe zusammenarbeiten. Fangen zum Beispiel an, willst du? Ja? Achso, du musst das erst. Okay, gut. Okay, also ich liebe es einfach jetzt, indem wir für jemanden schauen, füreinander. Die Erfahrung, die wir machen, ist immer die beste Schule. Kleine Schritte, aber da lernen wir mehr, wie wenn ich jetzt theoretisch nur darüber berichten würde. Ich denke, da sind wir alle einig. Ne? Kleine Erfahrungen und wir gehen gleich zur Sache und so den theoretischen Aufbau oder meine Überlegung habe ich einfach mitgeteilt. Okay. Ja, ich habe erstmal eine Frage. Also ich folge immer alles, was man mir gesagt wird, was mir die Seelen sagen. Ne? Also ich bin, wo ist der Sitz, möchte ich dich fragen, der Emotionen, in welchen Organ sitzen Emotionen? Im Herzen. Okay, gut. Okay. Das heißt, so wenn ich dich einfach spiegeln darf. Ne? Okay. Du bist einfach eine große Seherin, also die Augen sind sehr entwickelt, du siehst alles, du nimmst alles wahr, du spürst mehr, als du einfach auch willst, du siehst mehr und dann kannst du einfach auch das, was du siehst, nicht umsetzen, weil die Emotionen das Herz blockieren. So, das heißt, wenn du deine Augen schwächen würdest, deine seherische Fähigkeiten, würdest du einen Beitrag für deinen Organismus einfach auch leisten. Das heißt, warum willst du alles sehen? Ja, Vergangenheit. Hm? Vergangenheit, bestimmte Ballast, die negative Erfahrungen haben mich dazu gebracht, immer jetzt wachsam zu sein. Ja. Ich würde manchmal das unterbrechen wollen, weil habe ich gedacht, das ist zu viel. Ja. Aber kann ich nicht. Ich bin noch nicht, ich kann noch nicht. Also ich sehe alles. Ja, klar. Ja, aber jetzt der Motor dieser Entscheidung ist die Angst. Ja. Ne? Ja.
Und das heißt, wenn wir, darf ich auch machen? Wenn wir jetzt da einfach ein bisschen reinschauen in diese Angst, dass die Entscheidung Angst dient dir nicht aus der Angst, sondern hat es Konsequenzen, also auf den ganzen Organismus, angefangen, was weiß ich, Herz, dann Kehle, Riechen und so weiter, dann findest du vielleicht einen anderen Weg. Ne? Und vielleicht hast du in dieser Situation dein Herz auf dein Herz nicht gehört. Okay, das heißt, dein innerer Diktator sind die Augen jetzt. Und die hast du überentwickelt aus einem Gefühl von Angst. Und Kontrolle natürlich. Ne? Gut, was machen wir jetzt? Ich würde ja natürlich loslassen wollen, das. Um bessere Lebensqualität zu haben. Okay. Das ist mir wichtig, weil das wirkt sich auf ganze Familie. Ja, ja klar. Mit dem Biopulsar kann ich das nachvollziehen. Alles. Ja. Alles. Ja, und genetisch auch. Verankert sich und schreibt sich in den Genen. Ne? Und okay. Ich bekomme das Wort einfach Vertrauen. Ne? Das ist eine Sache von Vertrauen und Misstrauen war. In wen hättest du hier Vertrauen von uns? Außer uns. Meine Tochter. Aha, okay. Oder soll ich sie? Jemand anderen, ja. Okay. Wie heißt du? Jens. Okay. Das heißt, so wie ich das wahrnehme, Jens könnte ein Geheimnis von dir wissen. Was passiert, wenn Jens ein Geheimnis von dir ausspricht? Meine Emotionen mal sehen. Also von meiner Erfahrung habe ich mit so Sitzungen noch nicht gehen. Deswegen, ich lasse mich überraschen. Nee, aber wenn er jetzt ein Geheimnis von dir wusste und er würde das aussprechen, was wäre für dich? Ja, das würde ich schon schlucken müssen. Aha. Ja, das ja. Neue Erfahrung sammeln und... Wolltest du einen Schritt zurück machen? Angst habe ich nicht. Aha. Angst habe ich nicht. Ich möchte mich auch verändern. Und wenn er ein Geheimnis ausspricht von dir? Was? Ja. Also zurücknehmen, oder? Zurücknehmen und ich sage, ich möchte mich verändern. Ich sage, ich sammle Erfahrungen auf. Ich bin auf dem Weg. Aber er macht wirklich, er sagt etwas, was du nicht möchtest. Nimmst du dich zurück, oder? Denke ich jetzt im Moment nicht. Was? Nein, ich bleibe da jetzt. In mich, ich nehme die Botschaft, was da hinten steckt. Ja. Und wenn ich würde zusätzliche Hilfe brauchen, wende ich mich an dich. Okay, jetzt. Okay, meine Wahrnehmung ist einfach, du hast dich zurückgezogen, anstatt zu vertrauen, welche Prozesse er jetzt auslöst. Das ist vielleicht, wenn jemand ein Geheimnis von dir sagt, kann es sein, dass es dir hilft, das innerlich zu klären. Ja, genau. Okay, aber jetzt, so wie es jetzt ist, bist du noch nicht bereit, sonst hättest du das schon gemacht. Okay, das heißt eben, die Einladung einfach, diese Organe, die Augen, deine seherischen Fähigkeiten, so in diesem Kontext, in deinem Organismus den Platz zu geben, der dir einfach auch dient und dich einfach auch nicht verhindert, ne? Wünsche ich dir einfach auch. Die Schritte, die du für richtig hältst, in dem Moment, wo du für richtig hältst, mit den Menschen, wo du einfach möchtest. Ne?
Was passiert in dem Moment, darf ich dich fragen? Darf ich dich was fragen, Katharina? Darf ich dich was fragen? Okay. Wenn die Augen jetzt schwächer werden, was passiert dann mit dem Herz, mit ihr Herz? Du meinst, wenn die seelische Fähigkeit zurückgeht? Ja. Sie zurücknimmt, was passiert dann mit dem Herz? Mit ihr Herz? Und es kann sein, dass die Kraft ins Herz reingeht, dass sie mit dem Herz besser sieht. Ah, dann sieht sie mit dem Herzen, ne? Okay. Ja, okay. Ja, okay. Mhm. Ja. Schön. Also das Sehen mit den Herzen, ne? Ja, wunderschön. Also das ist das Geschenk dahinter, ne? Dann siehst du mit dem Herzen. Wunderschön ist. Ja. Oh. Da verschwinden sowieso alle Ängste. Und, so, mach die Wahrnehmung. Das ist das Geschenk. Und du entscheidest, wann und wie du es einfach auch nehmen willst und umsetzen möchtest. Ne? Jetzt geht's auch, aber wann du willst. Ne? Ja? Dankeschön. So, natürlich, so in diesem Kontext wurde ich einfach dann für uns, sie für uns mit ihr Herz arbeiten lassen. Ne? Weil das tut ja dann gut. Ne? Dann, das ist ein bisschen meine Art, so jetzt sag uns aus dieser Herzschwäche, Stärke, was du in uns einfach aussiehst. Ne? Darf ich dich ansprechen? Das heißt, wenn du ihr Herz beschreiben würdest, was könntest du ihr schenken? Wie heißt du? Christine. Was kann... Also meine positive Erfahrungen. Weil ich bin... Darf ich noch wegen... Ich... Nee, welcher Satz macht sie aus? Was ist sie, wenn du mit deinem Satz ihr Herz beschreiben würdest? Reinheit. Reinheit. Also das ist das Gleiche. Das heißt... Im Moment, wenn du das Wort sagst, ist man berührt. Und deine Worte sind magische Worte. Und indem wir dich arbeiten lassen mit uns, dann entspannt sich ein bisschen dein Herz. Und dann ist es lohnt sich doch, ne, jetzt das Organ Auge zu schwächen. Du bekommst sofort, hast du ihre Augen gesehen? Ne? Hast du was bekommen jetzt? Ne? Dann bekommst du Nahrung, reine Nahrung durch die Resonanz. Und das gibt dir dann die Kraft, das andere einfach auch zu schwächen. Die Augen zu schwächen. Ja. Im Grunde genommen, man weiß nichts über Organe, ne? Die sind einfach in dieser Form geforscht worden. Okay, danke schön. Kann ich das so abschließen lassen? Ja, sicher? Oder brauchst du noch was? Ja. Wir machen weiter mit den anderen. Oder du findest ein neues Thema, wo wir dem weiterkommen. Aha. Mit wem zum Beispiel? Also entweder kommen wir untereinander weiter, aha, oder du sagst auf ein anderes Thema drauf stoßen, wo wir dann da weiterkommen. Okay, mit wem machen wir weiter? Mit dir vielleicht? Sie wollte es sagen, sie hat nicht gerade. Gut. Bitte. Was ist das Organ, was bei ihr zu stark ist? Warte mal, bevor du anfängst, ist eine Infektion in der. Ich glaube, in deine Leber oder sind infektiöse Erreger. Und das beeindruckt einfach die Sicht. Ne? Das heißt, alles, was du sagst oder was man in dir sieht, wird beeinflusst durch diese Infektion. So wie ich das jetzt wahrnehme. Ne?
Das heißt, hast du? Was kannst du für die Leber machen? Oder was kannst du? Was kannst du überhaupt? Was ich für die Leber machen kann, dass ich die Leber stärke. Stärke, okay. Entgiften. Entgiften, also du weißt, Leberwickel. Entgiftet. Mhm. Machst du das beruflich? Mhm. Im Beruf, unsere Kompetenzen, da haben wir Erfolg, wenn wir sie leben. Ne? Muss nicht angesprochen sein, aber gelebt. Ne? Okay. Leberentgiftung. Ist okay, können wir weitermachen? Ja? Was ist dein Medium? Das Wort, berühren, so mit dem Geist. Wie entgiftest du gerne die Leber? Dein Lieblingsschraubenzieher, also Medium. Ne? Ernährung, okay. Nee, ich möchte das jetzt machen. Dass du jetzt, wenn das okay ist, ihre Leber entgiftest, damit wir einfach auch weitermachen können. Durchatmen. Okay, du leitest das jetzt an, ja? Also die Entgiftung der Leber. Dann brauche ich dich nicht zu fragen, ja? Ist okay? Hast du Vertrauen? Ja. Schließ die Augen. Und atmest bewusst durch die Nase. Langsam, sanft und tief. Und dann gehst du mit deinen Gedanken zum Organ Leber. Durchflutest das Organ mit deinem Atem und du stellst dir vor, wie die Durchreinigung geschieht. Und dann öffnest du langsam die Augen, so dass sie offen sind, nicht zum Schauen, aber so, dass sie offen sind. Und die Leber, das Lebersystem, drückt sich in den Augen aus und du atmest jetzt durch die Augen aus. Diese Reinigung kommt aus den Augen heraus.
Und dann gibt es noch eine Möglichkeit. Ich erkläre das kurz und mache das vor. Und zwar mit einem leisen Sch-Ton. Und zwar ist das so, beim Ausatmen ganz sanft mit einem Sch ausatmen. Ich mache das einmal vor. Also nicht Psst, sondern Sch. Und jetzt mit dem wieder tief atmen und mit dem Ausatmen den leisen Ston. Ich lade ein, dass das alle mitmachen. Ja, das ist gut für alle unsere Leber. Ja. Und für wem es passt, auch gleichzeitig durch die Augen ausatmen. Also mit dem Ston und durch die Augen ausatmen. Und dann die Übung wieder langsam beenden. Dankeschön, Gesetta. Ja. Also ich möchte noch was dazu sagen. Zur Leber gehört die Emotion Zorn. Vielleicht schau bei dir, ob da was aufgestaut ist. Das vergiftet auch die Leber. Eben, es ist nicht so, dass ich faul bin zu arbeiten und lasse die anderen arbeiten, sondern es hat mit der Natur der Intelligenz einfach das Blatt Blatt sein lassen, arbeiten zu lassen und nicht den Stamm oder die Wurzel. So, das ist einfach in diesem Kontext immer jeder seine Aufgabe erfüllt. Ne? Weil eben die Zeiten des Frontalunterrichts, das sind einfach durch diese Krisenzeiten zu Ende fast. Ne? Manchmal ist es okay, ne? Für manche Sachen, aber grundsätzlich Bildung ist einfach etwas, was mit der mit Organismen zu tun. Ich verstehe kein Klassenzimmer mehr, wo einfach nicht alle von alle lehren und lernen. Ne? Hab kein Verständnis mehr, ist absolut Mittelalter, wie es jetzt noch ist. Lade dazu ein, zu forschen und anfangen, das einfach auch zu tun. Es gibt keine ausgebildeten Leute für intelligente Bildung, für mich. Bildung ist nicht füttern, es bewirkt das Gegenteil. Damit endlich Intelligenz wieder erlaubt wird und Genie, jetzt werden sie nur bestraft. Okay, also deswegen frage ich einfach auch alle. Ne? So, ist ganz klar, das ist deine Arbeit, das ist deine Arbeit. Und deine Aufgabe. Gut.
dürfen wir weitermachen. Ja. Wir haben gerade angefangen. Ja, ist noch. Also immer, wenn du etwas nicht siehst oder erkennst, frag einfach auch warum. Ne? Also bevor man was macht, plötzlich irgendetwas blockiert oder so, dann frag einfach, was noch im Wege steht. Ne? Was ist noch im Wege bei ihr? Sein Geistwesen noch? Sein Geistwesen noch wo? Das ist gesehen und ich, Mafia, ich sag nichts. Die Konsequenzen sind mir nicht... Musst du nicht, ne? Ist einfach immer eine Frage. Okay. Aber hast du gesehen? Gut. Also jeder von uns nimmt was anderes wahr und alles ist richtig. Das, was ich wahrnehme, ist richtig. Wenn du jetzt vom Kopf was siehst, ist richtig. Wenn du, also jeder, der was anderes, ist immer richtig, weil du siehst immer ein Teil. Und wenn ich von mir anfange, dann mach meine Arbeit zu Ende. Wenn du von deiner Sicht jetzt schaust, also jeder, der von sich aus anfängt, auch wenn jeder jetzt was anderes sagen würde, ist immer alles richtig. Also, das ist einfach, die Beine sind gebunden und da ist einfach auch die Energie des Geistwesens, du hast was anderes gesehen, aber ich fange von hier an, der einfach dich auch bindet. Also ein Geistwesen ist im Beinbereich und bindet dir einfach auch die Beine. Das heißt, egal was du machst, du fällst immer hin. Habe ich den jetzt auch dabei? Was? Habe ich den jetzt auch dabei? Ja. Das ist so, dann wird wieder boing. Dann ist, oh, so heute gehe ich einfach boing. Ne? Durch. Ja, jetzt, ich muss ein bisschen reinschauen, ne? Also es braucht ein bisschen Zeit, ne? Wenn wir weitermachen wollen. Sonst können wir noch, möchte lieber, dass jeder ein bisschen bei sich zu schauen in diesem Kontext, ist besser, als wenn wir eine Sache tiefer machen. Ja? Hm? Also ich würde schon spannend finden, wenn alle ein bisschen dran kommen. Okay, das ist besser, also kleine Schritte und, okay, gut. Aber eben, mir war das schon klar, sonst sind wir die ganze Zeit bei dir und wir können alle ein bisschen hier Aufmerksamkeit geben und schenken. Ne? Also mit den Organen, dann sehen wir das ein anderes Mal. Ich löse das jetzt nur auf. Ja? Ja, Geistwesen, die sind in unserer Biologie, ist was ganz Normales. Ne? Wenn du in deine DNA schaust, sind Milliarden von Geistwesen, deren Spuren, deren Stamm. Um jede DNA-Strang, das heißt, ist nichts Ungewöhnliches. Da sind nur einige zeigen sich in dem Moment, in dem Kontext, weil einfach die dir jetzt was lehren wollen. Also, ist nicht eine Sache der Angst, Geistwesen, wir sind mit Milliarden von Geistwesen sind in uns. Ne? So in unserer Biologie. Geht nicht anders. Es ist so, steht in unserer Gene geschrieben. Ne? Und jeder neue Wissenschaftler kann das lesen, könnte das lesen, aber wir können das einfach so lesen, deswegen brauchen wir nicht Apparaturen, um das zu machen. Das heißt eben, du bist sehr schikaniert worden, habe ich heute kurz, hast du mir kurz erzählt. Und ja, und das hat einfach auch mit dieser Geschichte zu tun. Und aus diesem Geistwesen sind eigentlich zwei geworden, sind zwei, die Ursache für dieses, da alles, was geschehen ist, einfach auch verantwortlich ist. Und das dient einfach nur dazu, dass du dir diese Ahnengeschichte einfach auch anschaust.
Also ich würde das ein anderes Mal machen, weil du brauchst Resonanz und Erklärungen und eben auf keinen Fall Angst oder so vor diesen Energien, weil die sind normal. Ne? In dir, so wie du guckst, hier ist dein Großvater, deine Großmutter ist in deiner Haut, die wir sind einfach voll mit Geistwesen. Ne? Es ist die Art, wie wir sprechen. Alle unsere Ahnen prägen uns. Ne? Ist nur, wir sind sonst nichts. Ne? Wir bringen was Neues, aber wir sind die Geschichte aller unserer Ahnen. Okay. Dankeschön. Okay. Kommt zwei. Möchtest du, dass wir schauen, oder möchtest du selbst es aussprechen? Das könnte deine Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung, okay, gut. Okay. Also, ich habe gleich die Hände wahrgenommen. Und nehme ich einfach eine starke Entscheidungskompetenz. Also die Hände sind schwach, aber es ist eine Entscheidungskompetenz da. Sehr starke Entscheidungskompetenz. Und dann hast du deine Hände geschwächt, um zu flüchten vor diese Entscheidungskompetenz, die du hast. Weil Entscheidungen bringen einfach auch Konsequenzen mit sich. Ne? So, wenn du entscheidest, ich kündige jetzt alle, oder ich mache das, oder ich mache jenes, bei dir hat ganz andere Konsequenzen als Entscheidungen, die wir vielleicht treffen, hat eine ganz andere Dramatik. Ne? Aber was ist jetzt das zu starke Organ? Das darf ich noch nicht sehen. Ich krieg die Haut mit. Das Haut als Haut als Organ, wenn man es so als Organ sieht. Ja, ja, mhm. Okay. Also sehr, sehr, sehr viel auf über die Haut. Also bis sehr feinfühlig, also auch über das Fühlen kriegst du mit. Aber also alles, was über das Fühlen geht, auch von der Umwelt, die Einfluss, also die Haut nimmt es alles sehr stark auf. Also sehr. Und das heißt, sie hat den Organ Haut zu sehr zu mächtig gemacht und diktiert bei ihr einiges, die Haut. Mhm. Bestimmt. Das, Warum? Es hat einfach mit Berührung zu tun, also weil das deine leichteste Art ist, so. Also erstens, weil ich selber gern mag, weil ich mag es nicht, aber so dieses, also Berühren ist so dir ganz, ganz wichtig. Also da kriegst du am ehesten von Menschen was mit oder kannst, also mehr noch als in die Augen zu schauen oder so. Also für dich ist Berührung sehr, sehr wichtig. Oberste Priorität, das krieg ich nicht. Ja, klar. Ich kann jetzt nicht so. Du hast eine Wahrnehmung jetzt? Dass du eine Wahrnehmung jetzt für sie? Also. Warte mal. Hast du jetzt eine Wahrnehmung für sie? Ja. Frag sie, ob du darfst. Okay. Ich glaube, dass die auch mal ziemlich stabil getan wurde. Jetzt sagen darf. Und. Ich hab die Wange gesehen, ihr sehr stark wehgetan wurde. Und es auch sehr geschmerzt hat. Und
ich finde, also die Haut ist das Erste, wo man es zuallererst wahrnimmt. Und das ist halt eben dadurch, die Haut hat eben gestärkt. Man stärkt einfach die Haut, damit man nicht mehr so anfällig ist für so einen Schmerz. Okay, das heißt, das Schwächen ist der Organ, Haut ist zu stark, hat sie zu innere Diktator, um nicht mehr zu spüren. Damit es nicht mehr wehtut. Schon noch zu spüren, aber schon zu Verletzungen nicht mehr zu spüren. Also Verletzungen nicht zu spüren, was andere wahrnehmen. Ja. Man sagt, man macht sich eine dicke Haut, ne? Ja. Aber es trifft dich meistens direkt seelisch, oder? Bitte was? Aber solche Sachen treffen dich auch manchmal seelisch, oder? Ja, sicher. Also das Gefühl selber auch immer zu dünnhäutig zu sein, also das ist für mich jetzt interessant. Ja, weil du dich zurückgezogen hast, dann nimmst du das nicht mehr wahr und glaubst, du musst noch dickhäutiger. Aber eben, ich sehe einfach diese Symphonie, dass du fühlst und sofort Entscheidung triffst. Fühlst und sofort Entscheidung triffst. Ne? Das heißt, du könntest eine gute Börsianerin vielleicht werden oder jemand an der Börse. Sofort Entscheidungen. Jetzt. Das heißt, fühlen und entscheiden sind eins. Ne? Also könntest du schon deine Tätigkeit, könntest du üben. Nein, all diese Sachen sind in das, was wir tagsüber machen, egal wo. Das sind einfach wichtig. So, das heißt, habe ich dich unterbrochen? Nee, habe ich dich unterbrochen? Nee. Das heißt, ich würde eben die Haut wieder schwächen mit der Strategie, dass du Spiele und Übungen machst, wo du das, was du spürst, sofort entscheidest. Du könntest auch ein Gesellschaftsspiel kreieren, ist auch ein Beispiel, ne? Und wo man sofort das, was man spürt, darfst du sagen, und du kommst jetzt in Gefängnis und du gehst bei der Sparkasse und so, so egal was, ne? So irgendein Spiel, wo es fühlen und entscheiden, fühlen und entscheiden, gleichzeitig. Wenn du möchtest in das, was du jetzt machst, wissen, dann musst du mir sagen, was du machst. Oder wenn du willst, dass ich dir noch eine Brücke baue in deine jetzige Tätigkeit, was machst du jetzt? Wenn ich fragen darf, wenn du sagen willst. Ein Biobetrieb zu Hause, das heißt also mit Kräuteranbau. Und zusätzlich habe ich immer, ich bin zu Hause an sich, wir haben eigene Produktion, habe 4 Kinder. Und also Produktion, kein Labor. Mit Kindern, also Kreativworkshops und solche Geschichten. Okay. Eben, mit Kindern natürlich könntest du tolle Spiele entwickeln, fühlen und entscheiden. In Bio, wenn du Forschung auch machst, das, was du fühlst, umsetzen, Zusammenstellungen, neue Sachen kreieren, zack, zack. Christine ist auch eine Künstlerin, das sagt sie. Ja, vergisst du das? Malerin. Schöne Bilder malen. Ja. Sei es in deine Bilder, kannst du dir leisten, also in den Bilder, das, was du fühlst, sofort zu malen. Und das kann dich einfach auch. Kannst du 3 Tage lang alles, was dich im Moment berührt, im ganzen Raum, so wie Michelangelo, ne, oder so, alles voll malen und das würde dann 3 Tage ausgleichen. Ne? So ein großer Raum fühlen und malen. Besonders wenn eine Entscheidung ansteht, ne? Mit der es nicht klar ist, ich entscheide, oh Gott, das. Mit dieser Absicht auch, das zu malen, ne? Und gucken, was aus dem, was dann kommt oder was dann entsteht auf dem Bild und daraus die Antwort.
Also eben, das ist ein Beispiel. Das heißt, in diesen Forschungen, die wir machen, würde ich dich einfach dann, ich mache immer 2 Jahre Forschung gerne, weil eine kleine Sache erkennt es, ich möchte die Sachen wirklich gut erforschen, würde ich dich einfach auch uns Entscheidungen treffen, unterrichten lassen. Und das würde dir einfach helfen. Weil du weißt ganz genau, welche Entscheidung jeder von uns nicht getroffen hat. Boing. Bei uns ist okay, ne, weil das, du hast Doktor in, jeder hat seinen Doktor in irgendetwas. Mit uns machst du das gerne, ne? Also da hast du Spaß. Kleines Beispiel, oder? Zu lange. So, welche Entscheidung hat Sabine noch nicht getroffen? Welche Entscheidung hat Sabine noch nicht getroffen? Die richtig jetzt, du sofort lesen kannst, die rausgucken, raushängen. Die Entscheidung, richtig glücklich zu sein, hat sie nicht getroffen. So, am Anfang war das Wort, aber das Wort hatte was. Ne? Oh, das geht. Augen. Dankeschön. Eben, das, was du sagst, ist verbunden mit deinem Körper und hast eine Autorität. Deswegen, boing, boing. Alles, was wir bis jetzt gesagt haben, das hat immer nicht auf den Intellekt, auf die Zellen, sofort hat eine Auswirkung. Und diese Universitäten wünsche ich mir sehr. Hoffentlich kommt bald die Strukturen, die uns Raum und Finanzen geben, alles, was wir brauchen, um diese Universitäten so aufzubauen. Also so haben für mich Aristoteles, Sokrates und alle, die Grundlage unserer Wissenschaft aufgebaut, die haben so gearbeitet, ne? Dadurch ist die Wissenschaft entstanden. Ja, deswegen genieße alles, was mit dir los ist. Alles hat einen Sinn. Spiele damit. Und wenn du es gerne so Spielkameraden suchst, wir machen gerne mit. Ne? Oder, wir haben viele Möglichkeiten. Ne? Wir machen das auch in den Livestream bei uns in GTV. Gerne einmal die Woche, dass man einfach immer von zu Hause aus, jeder kann zu Hause bleiben, kann schauen, da kann anrufen und wir lernen einfach auch weiter mit diesen Themen. Ne? Weil es muss nicht immer alle 3 Monate ein paar Tage sein. Wir haben diese Freiheit, mit dem TV täglich zu kommunizieren und zu lernen, dass Technik ist nicht Technik, sondern Technik ist eine Verbindung zu unserem nicht geliebtes Gottsein. Und ist dann ja, das Team oder nur die freigeschaltet werden, die das wirklich wollen an dem Abend? Ne? Also es ist nicht dann öffentlich, sondern es ist ein geschützter Raum. Und es ist sehr intensiv. Eben, das heißt, eben gesagt, wenn du möchtest, das ist, für mich ist es fantastisch, ne? Es geht einfach schnell zur Sache,
also gerne einfach auch, nehmen wir uns Zeit, auch regelmäßig, für, um weiterzumachen. Wo du jedem sagen kannst, wo er sich nicht entschieden hat, das ist ein Geschenk für dich. Ne? Durch ihre Reaktion, Sabine Reaktion ist deine Nahrung, die dir die Kraft gibt, dann deine Haut wieder dünn zu machen. Und sagst, aha, okay, es lohnt sich, wow, es ist toll, Mensch, die hat es geschafft, ja, irgendwann werde ich es auch schaffen. Ja. Gleich meine Entscheidungen. So. Weißt du, was ich meine? Indem wir das, was wir, wovor wir Angst haben, ist das, was wir gut unterrichten können, weil wir sind ausgebildet. Ne? Deswegen, wir wissen alles über das Thema, wo wir ein Problem haben, und wir können das unterrichten. Wir sind Doktor, Professor in dem Bereich. Nur, und in dem Moment, wo wir mit den anderen arbeiten, durch die Resonanz der anderen, lernen wir auch. Und deswegen ist für mich wichtig, da wo du ein Problem hast, unterrichte es. Und lass dich beglücken von der Resonanz. Dankeschön. Dankeschön. Machen wir jetzt. Du darfst eine weitere Person aufsuchen. Was? Du darfst eine weitere Person aufsuchen. Ich. Ja, ich mache das immer. Wer darf eine Person aussuchen? Die Damen, der dir in den Hosen. Ich kann deine Person aussuchen. Ja. Ja. Kannst du auch dich aussuchen, ne? Nein, ich bin Walter. Ich will wissen, was er versteckt. Das stimmt, es geht um dich, ja. Ich hatte das auch, die Information bekommen. Wie heißt du? Und mich denn? Ich habe ihn ausgesucht. Ja, ja, aber ich habe verstanden, dass du, dass es jetzt um dich geht. Ja, also ich bin die Bertha. Ja? Bertha. Ja. Okay. Wer darf dich hier überhaupt anschauen? Eine Person. Schau mich an. Nur mal wahrnehmen. Wahrnehmen, ja. Also wahrnehmen ist schon ein Akt. Wenn du wahrgenommen bist, bist du nicht mehr die gleiche 3 Sekunden später. Wahrnehmung verändert. Ne? Wer darf dich wahrnehmen? Von uns. Schau einfach die Person, die jetzt sofort die Information kommt, sofort. Wer darf dich wahrnehmen? Und die Christine. Christine? Ja. Ja, was ist das zu starke Organ? Natürlich würde ich sagen, das Herz. Herz. Warum? Warum? Nein. Ich glaube, einfach über, sie nimmt alles übers Herz wahr. Also es ist die erste Instanz, würde ich mal sagen. Warum ist es zu stark? Warum hat sie ihr Herz zu stark gemacht? Interessant, weil ich hätte das nicht gesehen jetzt in der Form. Ist gut, dass du das machst. Darf sie dir helfen? Die Bertha, oder du hast ein sehr starkes Herzfeuer. Ja.
Das heißt, sie hat ihr Herz zu stark gemacht. Warum hat sie das Herz so stark gemacht, um das Feuer nicht zu sehen? Oder? Sie brennt für viele, für vieles. Und das ist zu viel für ihr Herz. Okay, also ihr Herzensfeuer brennt sie zu oft. Und warum? Um was zu? Mit ihrer eigenen Annahme oder das, was sie bei sich selber zu wenig spürt, verschenkt sie irgendwie so an andere oder so. Darf ich auch? Ja. Ich habe vorher gefragt, warum hat es beim Bild gesehen, wo ihr das jetzt gesagt habt, dass es wie so eine Flamme, wie so eine Kerze, die ständig brennt. Und das ist total die Angst dahinter, dass, also die Flamme, die muss so gehütet werden, die darf niemals ausgehen, die darf niemals verlöschen. Und es ist dann wie so ein Licht, was brennt immer, weil sonst, ja, sonst kannst du dich nicht fühlen oder nicht. Dann brennt das Licht nicht mehr für dich, dann ist Kälte da. Also muss es immer am Leben erhalten werden, die Flamme. Und also so das Bild habe ich jetzt gesehen, wenn du damit was anfangen kannst. Also das ist jetzt auch berührt. Ja. So, ich klicke mit einfach, wenn es um Zärtlichkeit geht, wo wäre das im Körper bei dir? Wo ist im Körper bei dir Zärtlichkeit? In welchem Organ? In dem Körper selbst. Ja. Also in den Händen. Deine Hände, ne? Okay. Das heißt, die Hände sind so schwach geworden. Und wenn du deine Zärtlichkeit leben würdest, hättest du tonnenweise Streichhölzer in der Hand. Also könntest du jedes Mal Feuer anmachen. Also die Hände sind deine Streichhölzer. Das Leben, deine Zärtlichkeit, zündet jedes Mal, du etwas tust, handelst, berührst, an jemanden mit den Händen denkst, hast du die Möglichkeit, das Feuer jedes Mal anzuzünden. Schön. Das Feuer jedes Mal neu anzuzünden, kann eine ungewöhnliche Sache sein, oder anstrengend, aber wenn du das entwickelst und verfeinerst, dann ist es für dich mit Leichtigkeit. Das heißt, die Angst, dass das Feuer ausgeht, wird durch das Entwickeln deiner Zärtlichkeit, die durch die Hände gelebt wird, wird einfach auch ersetzt. Aber warum hast du dann entschieden, die Zärtlichkeit auszuschalten? Aha, weil du bei den anderen das Feuer anzündest, oder? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ausgeschaltet ist, meine Hände die Zärtlichkeit ausgeschaltet habe. Ausgeschaltet ist es nicht, das ist. Na, es ist gefährlich, was du machst. Jetzt, weil, wenn du mit deiner Zärtlichkeit zack machst, das sind Revolutionen, die passieren. Du zündest bei den anderen Feuer mit deiner Zärtlichkeit. Ja, aber das ist, ja, eben, das ist das Problem. Ist das gut oder ist das nicht gut? Da hast du vielleicht entschieden. Ist den anderen zu viel oder so? Ja, du zündest Feuer bei den anderen an. Mit deiner Zärtlichkeit. Das heißt, von dir reicht ein Blick, reicht ein Satz, reicht ein Anruf, reicht ein Gedanke, um bei den anderen etwas anzuzünden. Das heißt, ich brauche mich nicht zu anstrengen. Ja, aber es gibt Konsequenzen, wenn du bei anderen etwas anzündest. Es gibt Konsequenzen. So im Beispiel, was weiß ich, ist nur ein Beispiel, so einen Mann anschaust und den zündest du an, dann wirst du nicht mehr los. Ne? Und wenn du ständig anzündest, ne?
oder Menschen oder Freundinnen, die lassen dich dann nicht mehr los, wenn du bei denen was anzündest. Ist nicht was Einfaches. Wenn du bei den anderen was anzündest, musst du mit den Konsequenzen rechnen. Ja. Ich habe eine Frage an dich. Also, wenn ich fragen darf. Ja. Stimmen diese Sachen, die jetzt im Raum gesprochen werden, stimmen die mit dir überein? Oder nimmst du sie einfach nur an? Also stimmen sie mit deiner derzeitigen Lebenslage wirklich so überein? Oder denkst du, da wäre Mensch noch etwas anderes? Also, das ist in jemandem anderen etwas in Flammen. Das wäre schon schön, ne? Das zu machen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich mag. Ne? Mhm. Also, tust du das? Also, das wissen wir schon. Tust du das? Das wissen wir schon, habe ich gesagt. Ja, jetzt habe ich irgendwie so das Gefühl, dass es vielleicht, ich weiß irgendwie nicht, wie ich mich verhalten soll, dass das gleich wieder drauf passt oder so für die anderen. Es muss ja für dich passen, nicht für die anderen, es muss für dich passen. Das siehst du dann, was passt, ne? Also, wenn ich jetzt dann ein Beispiel denke, also wenn ich zum Beispiel sage, die Christine ist eine tolle Künstlerin, ja, und kann ja so gesagt, ich sage halt, wo jemand gibt, der sich interessiert oder so, oder sagt den anderen, die ich kenne, dass die Christine sowas macht, ja. Dann freut es mich dann, wenn die dann zu Christine kommen und bei ihr die Kurse besuchen, ja. Was machst du, wenn ich fragen darf? Kann ich ein Beispiel machen? Was ich beruflich mache? Ja. Also ich mache Eltern-Kind-Gruppen. Was? Eltern-Kind-Gruppen. Eltern-Kind-Gruppen. Ja, wo okay. Eltern mit ganz kleinen Kindern zu mir kommen, so bis 3 Jahre, so einem halben Jahr an. Und ich bereite einen Spielraum vor mit Geräten und Spielmaterialien, wo die Eltern an der Seite sitzen und die Kinder spielen frei im Raum und ich schaue, was bei den Eltern für Emotionen noch kommen während des Spielraumes und dass sie dann halt nehmen können auch, also wenn sie zum Beispiel Angst haben, dass das Kind draufklettert auf eine Leiter, dann spüre ich das ja. Und dann setze ich mich oft dazwischen, zwischen die Eltern und dem Kind. Das heißt, dass das Kind nicht die Angst der Eltern spürt oder der Mutter spürt und sagt den Eltern, sie sollen eben ihre Ängste für sich belassen und nicht auf das Kind überstülpen wollen. Ja, wenn Eltern Emotionen haben, ne, kommt eine Wut. Genau. Was machst du dann? Also Wut kommt bei den Eltern während der Spielgruppe eher selten. Also wenn, dann erzählen sie es höchstens bei den Elternabenden. Und dann sage ich ihnen eben eine Übung zum Beispiel. Das machen wir bei den Elternabenden, Rumpelstilzchenübung zum Beispiel. Oder wenn sie mir erzählen, irgendwas halten sie nicht aus bei den Kindern, dann sage ich ihnen dann, also was weiß ich, das Kind ist quengelig, na dann seid ihr mal das Kind und quengelt es mal eine Runde. Also alles, was man bei den anderen halt nicht so aushält, ist ganz gut, wenn man es selber spielt mal, ja. Und Rumpelstilzchenübung hüpft man halt herum und eben, so in diesem Bereich könntest du die Emotionen einschalten und richtig diese Emotionen transformieren. Ne? Das heißt, du könntest einfach richtig so, jetzt hier, die Wut ist das haben alle, ne?
So wäre. Die erste Übung sollte die Wutübung sein. Ne? Das ist das, was am meisten unterdrückt wird. Ne? So, und wenn du das einfach mit den Emotionen machst und anzündest, das macht Spaß. Also, da könntest du in diesem Bereich anzünden, die Emotionen der Eltern, und dadurch, dass sie angezündet worden sind, werden sie bewusst und entspannen sich, anstatt dass sie ans Kind gelassen werden. Ne? Genau. Und eben, und je mehr du diese Emotionen anzündest, desto weniger wirst du dein Herzensfeuer übermächtig entwickeln, weil das lebst du einfach auch durch die Eltern in diesem Fall. Also je weniger du diese anzündest bei anderen, desto größer wird die Belastung deines Herzensfeuers sein. Aber im Prinzip wuchs sie sehr. Sie machte das, so wie du es sagst, in der Praxis. Schon so. Mhm. Ich weiß nicht ganz genau, was du meinst. Mhm. Du hast gesagt, je öfter ich diese Emotionen bei den Eltern anzünde, dass sie es ausleben, desto größer wird mein Herz. Emotion ist ein Vulkan. Emotion ist, die kann man nicht jetzt intellektuell ansprechen. Eine Emotion ist eine Emotion. Ich zünde nicht die Arme, sondern ich hoffe nicht, dass ich das mache bei den Eltern, sondern die erzählen mir, das war so. Ja. Und dann sage ich eben als Möglichkeit, wenn das auftritt, dass sie das eben bewusst vorher mal praktizieren und beobachten, wie sie sich dabei verhalten. Okay, aber eben ist eine ganz andere Intensität möglich. Ne? Ist eine ganz andere Intensität möglich. Und darum geht's. Ja. Also die Kraft, die du jetzt gespürt hast, wo, ja, mein Herzensfeuer, ist diese unterdrückte Kraft, die auch bei den Eltern ist. Und wenn du sie bei denen richtig anzündest, dann wird dich einfach auch immer entspannen, immer einfach auch mehr Raum geben. Dann entspannt sich das bei dir dann. Also wenn du mit Emotionen sind ja Feuer und so. Umso mehr du anderen hilfst, immer ihre Gefühle und ihre Emotionen bewusst zu machen und sie zu transformieren, dass da eine Kraft dahinter ist, umso weniger verbrennst du, so verstehst du es, oder so ganz halt das auch nicht. Also ich kann es nur aus meiner Erfahrung, ich habe viele Jahre mich auch nicht spüren können, immer die Kuhle gespielt, ne? So. Und irgendwann war mein Körper dann, ging es mir nicht gut so, und dann habe ich einfach angefangen bei anderen zu helfen, jetzt durch den Tanz, wie wir es gesehen haben, durch den Tanz, wie das ganz stark war, wo wieder einfach hängt seine Emotionen, und indem ich die spiegel, und tanze, im Tanzen zum Beispiel, im Wuttanz oder was auch immer, dann erkenne ich ein Stück von mir, dann zeigt sich das wahre Gefühl dahinter. Emotionen sind bei mir aufgestaute Gefühle, die nicht keinen Ausdruck gefunden haben. Und wenn du das jetzt im Vergleich bei den Eltern, es ist nicht so, dass du das anzündest, sondern die sind einfach da. Die Emotionen sind gespeichert in ihrem System. Genau. Wenn einfach diese Angst kommt oder der Trotz oder was auch immer, oder also die Kinder am liebsten stauchen würden. Die sind da. Genau. Und umso mehr du den Eltern hilfst, also was wir eh schon machen, aber so wie ich verstehe, ist nochmal eine andere Dimension möglich. Hilfst, diese Gefühle wirklich wahrzunehmen und als ihre, das ist ja in mir, und die transformierst dann hat es mit deinem eigenen Feuer, dann verbrennst du nicht innerlich, also dann entspannt sich da bei dir was. Ja, okay. So habe ich es jetzt verstanden. Du bist nicht so lieb, wie du aussiehst, nein. Ne? Und von dem hatte ich auch den Impuls, aber ich habe mich dann zurückgehalten, als du von den Hilfen sprachst und von Zärtlichkeit, dass manchmal auch Zärtlichkeit auch manchmal sowas ist. Also nicht im Sinne von jemanden verletzen, aber wenn es um eine Grenze geht, oder weiß ich nicht, also du weißt, was ich meine. Also mit Zärtlichkeit zündest du das Feuer an.
Also deine Zärtlichkeit ist eine Provokation und zündet an. Und wenn du diese Kraft, je mehr du diese Kraft einsetzt, desto mehr dein Herz wird einfach leichter sein. Deine Augen werden wieder, so öffnen sich so wieder und zeigen die Gefahr, wie gefährlich du bist. Und die Leute fühlen sich angezogen, dann mehr angezogen. Und du hast viel Spaß. Ne? Vor 8. Oh, oh, okay. Echt? Mhm. Ja. Oh, okay, gut. Okay, können wir das so stehen lassen? Das wirkt sowieso nach. Ne? Also die Informationen, die wir geben, die wirken im Körper und nehmen sich die Zeit, die der Körper braucht, um einfach sich zu entfalten. Ne? Hat jemand eine Frage? Also jeder, wenn Fragen oder Informationen kommen, gerne. Ne? Wir sind ein Team. Ja, ich hatte vorhin eine Frage in mir. Vielleicht du magst sie hören? Wie bitte? Magst du sie hören? Ja. Wie weit du das, was du in dir spürst, auch genauso aussprichst. Manchmal gibt es keine Worte für das, was ich spüre. Also ist egal jetzt einfach, ob du das, was in dir ist, auch möglichst genauso aussprichst, ob das dir zur Verfügung steht. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, also ich kann reden, ohne das innerlich zu spüren, und ich kann innerlich was spüren, finde keine Worte, das ist die ganze Bandbreite für mich. Also ich weiß das gut von mir selber. Also manchmal hätte ich gern mehr Wörter für das, was ich sagen möchte, aber ich habe das Gefühl, so wie ich das sehe bei den Spielgruppen, dass ich das, was ich den Eltern dort sage, dass das das ist, was ich eh von mir kenne, ja, und da kann ich mich dann ausdrücken, ja. Und ja, es ist nicht immer so, dass ich jetzt... Aber eben, die Arbeit, die wir uns aussuchen, ist da, wo wir eine Möglichkeit haben, dieses kommt nicht umsonst, ne, wo wir die Möglichkeit haben, diese individuelle Kompetenz einzusetzen, also unbewusst suchen wir es uns schon aus. Also ich glaube, das ist... Das ist nur eine Frage. Ja. Du kannst einfach beobachten. Also ich brauche die Antwort nicht von dir. Okay, Dankeschön. Ja, danke. Wir haben eine Zeitgrenze. Okay, für mich ist eben nach der ersten Schritte ist absoluter Genuss diese Arbeit, ne, weil dann, also wir werden von jedem seinen höchsten Reichtum beschenkt. Ne. Stellt euch vor, eine Uni, so richtig sich Zeit nehmen, was es nach 3 Monaten an Dimensionen wir erreichen können, wenn wir einfach so weiterarbeiten. Ne. Das ist mein Wunsch. Ne. Das ist, sorry. Überfluss, die Natur ist Überfluss, ne? Und wir müssen nicht immer so arm oder Banken, Gesundheitssystem, dass alles so ausgelaugt ist, Schulden, wir sind reich, wenn wir natürlich zusammenarbeiten. Ne? Okay. Okay, dann machen wir weiter, ja, mit dir. Bist du? Weiter. Ja. Soll ich für dich schauen oder wer soll für dich schauen? Soll ich für dich schauen? Okay, gut. Also die Information, wenn ich jetzt eine andere Zeit mir nehme oder weniger Zeit, wenn sie nicht gleich verstanden werden, die kommen 2 Tage später oder 2 Stunden später nach. Ne?
Das heißt, bitte ich einfach durch die Zeitgrenze, die ich habe, einfach auch, was nicht gerade jetzt, oh, kann man nicht sagen, stimmt nicht, das stimmt immer, was du wahrnimmst, was wir wahrnehmen, nur später verstehen wir das vielleicht. Ne? Und vertraut einfach die Symbolik, die ihr bekommt. Ich bekomme sofort, jeder von uns bekommt sofort Informationen. Ne? Ich nehme das einfach auch hier am Hals. Ne? Und es ist ein kompliziertes Phänomen, wie wenn hier etwas einrasten würde, ne? so wie Implantat oder wie das, was in diese Filme so manche Wesen haben. Und das heißt, vertraut immer diese kleinen Informationen. Ihr bekommt sofort, wenn ihr jemanden wahrnimmt, ein Symbol. Vertraut total dieses Symbol, das ihr wahrnimmt. Und dann weiter. Wenn ihr vertraut habt, bekommt ihr nächste Information. Wenn ihr die Information annimmt, dann könnt ihr anfangen zu entkodieren. Wenn ihr weitermacht, findet ihr ein System. Wenn ihr weitermacht, habt ihr einfach auch eure Methoden. Okay. Das heißt, wenn du arbeitest, egal mit wem du arbeitest, du weißt, was Schritt 1 ist und Schritt 2. Das heißt, du kannst in Situationen zack, zack machen, kennst du die zwei Schritte, wo bei den Leuten das einrasten lässt, was für sie einfach auch wichtig ist. Jetzt bin ich auf der Kompetenzebene. Wenn du in der Beratung bist, sagst du die zwei Sätze, was die Leute wieder auf die Beine bringst. Wenn du in der Landwirtschaft wärst, dann kennst du die zwei Maßnahmen, die jetzt zu tun sind, um alles wieder auszurichten. So, das auf der Kompetenzebene. Das ist auch mit den Kräutern? Mhm. Ah, da kriege ich mit. Also diese, ne, zum Beispiel diese Kombinationen von Kräutern, ne? Macht ihr das auch? Ja. Eben, ja klar, du weißt, zack, 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 zack. Eben, aber die in den Händen ist das Organ, was bei dir zu übermächtig ist. Das heißt, irgendwie traust du nicht oder hast du die Hände zu mächtig gemacht. Wir haben eine immense Macht mit dieser kleinen Sache, was wir können. Ne? Wenn du loslegst, scheint es sich wer kann. Ne? Und deswegen bauen wir all diese Sachen. Deswegen, wir bremsen uns und grenzen uns. Und weil die Konsequenzen unserer ungebremsten Kreativität einfach uns in Höhe bringt, wo es nicht immer Spaß macht. Ne? Dann werden wir zu Buddha in kurzer Zeit, zu was weiß ich, was wir wollen. Also wir steigen auf unaufhörlich, wenn wir zack, 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 zack anzünden, wenn wir unsere, ja, diese Meisterenergie, die wir haben, einfach auch benutzen. Ne? Ja, und eben, und du hast die Hände zu stark entwickelt, um was zu sagen. Er konnte die Kraft von den Händen benutzen für die Bilder. Aha, ja. Aha. Ja. Und eben, forschen einfach diese absolute Magie, die jeder von uns hat. Ne? Zack, zack, und die Sache sind. Ne? So, dass wir eine halbe Stunde pro Tag arbeiten und den Rest wird gefeiert. Ja, aber dann reicht's. Ne? Ich meine, ich kann das auch nicht. Ich bin auch am. Wir sind genetisch im gleichen Boot und wir lernen voneinander. Ne?
Okay, kann ich das so stehen lassen? Zack, zack. Ein kleines Fragezeichen bleibt man trotzdem für das Zack, Zack. Ja, das ist, es ist ein Bild, was ich gesehen habe. Es ist irgendeine alte Geschichte von irgendein System in irgendeine Kultur, wo deine Genetik entschieden hat, einfach zu übernehmen. Da hat man jemand irgendetwas am Hals gesetzt und aufgrund dieser Geschichte, die wir jetzt entkodieren können, das würde jetzt ein paar Stunden in Anspruch nehmen, dann hast du gesagt, aha, der hat einen Fehler gemacht, ich übernehme jetzt die Verantwortung für diesen Fehler und nehme auch die Erbschaft, die hinter diesem Problem auch mit. Ne? Und das heißt, das Problem dieser Person ist auch eine Kompetenz, eine nicht gelebte Kompetenz. Und du hast einfach, deine Seele hat entschieden, diese Kompetenz zu nehmen, und die willst du jetzt, indem du das auch anwendest, irgendetwas auf irgendeine Ebene einfach lösen und auch die nicht, den nicht gelebte Schatz auch oder Erbschaft für dich einfach auch nehmen. So alles, was nicht gelöst ist in der Menschheitsgeschichte, alle Probleme, sind nicht Probleme, sondern sind Bankkonten. Ne? Ein Problem ist ein Bankkonto. Ein Problem ist eine nicht gelebte, ein Hass ist eine Liebesenergie, die du nicht gelebt hast. Ne? So, nimm den Hass und als Kraft und transformierst es und dann hast du durch den Motor diesen Hass, hast du kannst eine Liebesenergie entwickeln, wo ständig Nahrung, also ständig Kraft bekommst. Ne? So Hassenergie ist ein Kraft, ein Kernkraftwerk oder Windkohlekraftwerk oder Windmühle für Liebesenergie. Also nimm dir diese Reserve und liebe immer und hole dir aus dem Hass die Reserve für. Also meine Information ist, dass es zieht aber sehr, sehr, sehr auf ganz, ganz tiefer Ebene und das wird nicht oft gleich, aber es ist wie so, als wenn was freigelegt wird und du wirst in der nächsten Zeit, kriegst du da Informationen oder kriegst, oder den nächsten Puzzleteil, also vertrau da einfach. Also in Baden-Baden habe ich jemand diese Information gegeben, ich kann nicht davon, das Video habe ich noch, ne? Und ein Jahr später, ich habe den nicht erkannt, er hat alles umgesetzt, was ich gesagt habe, auf diese Ebene. Und der hat innerhalb eines Jahres eine riesen Firma aufgebaut und eine der erfolgreichsten Computerfirmen, die einfach über Suchmaschinen sofort das richtige Hotel für dich finden und so. Also total erfolgreich und ich habe ihn nicht erkannt. Und er hat gesagt, du, ich habe alles umgesetzt. Ne? Ich habe es damals nicht verstanden. Und das erfahre ich oft. Gut. Also da einfach sich zu entspannen und es wirken zu lassen und du kriegst in der nächsten, kriegst du irgendwie entweder selber oder du kriegst von außen einen Puzzlestein, wo du denkst, ah, okay, das ist so, so ist halt jetzt meine Information. Kann ich brauchen. Den Puzzlestein kann ich brauchen. Okay, ja. Das kommt schon, ne? Weil du hast schon wahrgenommen, deine Seele hat schon wahrgenommen, dass du mit zwei Klicke Sachen erledigen kannst. Das weißt du schon. Das ist schon angekommen. Du kannst raster, zack, zack, das kannst du machen. Ob du es jetzt wissen willst, dass du mit so wenig Arbeit leben könntest, das annehmen willst, ist was anderes. Das habe ich nicht in der Hand. Und die Hände für die Felder. Zum Schützen hemmen. Die Hände zum Schützen nehmen. Für die Felder. Auch, ja. Ja, und so weiter, ne? Okay, danke schön. Wer noch? Wir können nicht alles, sonst mache ich noch kurz eine Runde. Ja.
Eben, ich könnte verständlichere Bilder geben, aber je ursprünglicher sind, desto mehr wirken. Ich habe Farbzeichen gemalt. Also ich war Beamter, Diplomat und so weiter. Und plötzlich sagt mir einer, dass ich malen kann. Ich sehe die Struktur in Farbzeichen. Ne? Und mit diesen Farbzeichen male ich, obwohl ich noch nie gemalt hatte. Und das habe ich in innerhalb 3-4 Jahren 9000 Werke verkauft, bevor ich sie gemalt habe. Ne? Das heißt, die Matrix, die sehe ich einfach auch sehr schnell. Und die wirkt, ob man das versteht oder nicht. Das heißt, ich kann dir ein Bild malen und ein Symbol, wo zu Hause, in deinem Büro, für dein Haus, für deinen Betrieb, als Logo, jeden Tag dir die Informationen gibst, die du benötigst. Das ist diese Matrixarbeit. Und damit habe ich einfach 10 Jahre einfach ein Institut geleitet und ernährt. Gut. Deswegen traue ich mir einfach, das Bild zu sehen. So, ich sehe dich einfach, dass du mit so läufst, aber deine Knie sind viel höher, als es möglich ist. Ne? So, jetzt bleibe ich nicht auf den organischen, weil das braucht immer ein bisschen mehr Zeit, sondern eine individuelle Kompetenz. Ne? So, das heißt für mich, dass du einfach so ein paar Geheimnisse der Schwerkraft kennst und dass du dies anwendest im Zwischenzellbereich oder in der Zwischenkommunikationsbereich, also zwischen den Sachen, weißt du, dass es eine Ebene gibt, wo der Magnetismus nicht funktioniert oder wo in dem magnetischen Geschehen etwas Neues machen kannst. Wenn du vielleicht diese Übungen machst, einfach auf ganze Sohlen und die Knien so hoch wie möglich. Ne? Das soll ich machen? Ja. Ich habe immer gedacht, ich hebe sie schon zu hoch. Ich will schon zu hoch hinaus. Also das Bild hat dir das entsprochen. Ja. Nein, ob er die Frage war, ob er das schon zu viel macht oder ob er es machen sollte. Nee, das solltest du machen, um zu verstehen. Und den Mechanismus zu verstehen, warum du das machst. Und wenn du das machst, wie gesagt, ich bin jetzt nur im Kompetenzbereich, weil das reicht zeitlich nicht, organisch das einfach auch zu sehen. Also sage ich dir die Kompetenz, die du... Wenn du hebst nicht ab, sondern du gehst in den Zwischenbereich der Sache. Ne? So, wenn du Film stopp, ne? Machst den Filmstopp und dann kannst du sehen, genau was geschieht zwischen A und B. Was machst du? Wenn ich fragen darf. Ich bin Lehrer an einer Berufsschule. In Ausbildung. Was? In Ausbildung. Du bildest ich bin aus? Nein, ich bin erst seit kurzem, seit einem Jahr Lehrer. Okay. Deine Berufsschule. Ja. Und die du unterrichtest, sind sie schon, waren sie schon im Beruf oder sind sie da? Lehrlinge, erstes, zweites, drittes Lehrer. Am Anfang, ganz am Anfang. Mhm. Welches Fachgebiet? Also mein Fachgebiet ist Lebensmittelfleischverarbeitung, aber auch Gastronomie, Konditoren und so. Okay, das könntest du so anwenden, du kannst, Beruf ist das, was du unterrichtest und das, was du dazwischen machen kannst, ist Berufung. So, während du Beruf unterrichtest, schiebst du zwischendurch immer Berufungsinformationen. Nur das gibt dir Zufriedenheit. Sonst wirst du alles immer schlecht laufen. Man kann nicht unterrichten ohne diese eigene Anteil. Nur das sind der Erfolg. Die,
die folgen nur, wenn du das machst. Also schiebe einfach immer in der Berufungsausbildung, in der Berufsausbildung Berufungssequenzen. Mit Mut, mit Schönheit, mit Information, mit was du einfach auch willst. Ne? Nicht nur über die Lehrmeinung, sondern... Ja. Lehren bringt nichts. Lehren ist keine Wissenschaft. Das Weitergeben von Informationen, das sollte man studieren. Denn ich habe auch in meiner Beamterzeit habe ich auch mit unterrichtet, ne, im konsularischen Bereich. Und unterrichten, wenn also das Wissen, das ist nicht die Wissenschaft. Das Weitergeben ist die Wissenschaft. Und man studiert nur das Wissen. Das ist also das sollte man 50% des Studiums sein. Ne? Weil das ist, was ankommt. Ne? Also eine der Möglichkeiten, ich gehe nur auf der Kompetenzebene. Eine Kompetenz, die ich sehe, ist einfach Schriftsteller. Ne? Also du siehst einfach, so bei dir markant sind die Augen und die Nase. Ne? Also du kannst das, was du siehst, in einem Dreieck einfach auch zusammenbringen. Und in der Dreieck, deine Nase, sind einfach auch die Geschichten, die du erkennst. In das, was du siehst. So, das heißt, wenn du ein Buch schreibst oder journalistisch arbeitest oder Interview machst für GTV zum Beispiel, ne, dann deine Fragen integrieren die Pyramide mit das, was du siehst. Also du erkennst dann die Geschichte. Du könntest auch Märchen erzählen oder erfinden oder so. Du siehst die Bilder, die Sequenzen, die Theater wäre auch gut. Für dich ist es selbstverständlich, aber für die anderen, das ist ein totaler Schatz, was du kannst. Ist immer so. Ne? Wir wertschätzen. Kommt drauf an. Für manche ist das, ja. Ja, deswegen, ich sage einfach, bevor ihr jemand anderen was sagt, deswegen habe ich dir gesagt, fragt zuerst. Fragt bitte. Wenn du sagst, darf ich dir deine Geschichte, wenn du sie aufzwingst, dann, ich wollte nicht. Dankeschön. Boing. Ne? Genau. Wäre, wenn du fragst, möchtest du? Und wenn du noch sagst, es kostet was, ne? Das ist es. Also, oder brauchst du noch eine Verknüpfung mit das, was du jetzt machst? Also das, was ich jetzt mache, ist Sprachstimmen. Und es ist eine Vorbereitung darauf. Was machst du? Sprachstimmen. Sprachstimmen. Das ist kurz gesagt wie Klavierstimmen, nur bei der Sprache. Ja, ich spiele mal Mozart auf einem verstimmten Klavier. Wie klingt das? Die Sprache stimmst du bei jemandem. Nur beim Sprachstimmen ist natürlich was anderes, weil ich stimme nicht die Sprache für die Menschen, sondern ich stimme die Sprache mit den Menschen. Okay. Also, dass die Sprache für sie stimmt. Mit der Nase, ne? Ja, das wäre, ja. Ist was, ja. Ne? Ich glaube, die Nase hat eine wichtige Funktion. Diese. Also, das Riechen ist für mich sehr wichtig, das stimmt. Nur beim Aber auch mit der Stimme. Ich glaube, dass die Nase hat mit der Stimme auch irgendetwas damit zu tun. Okay, gut, das kann sein, ja. Also hatte ich noch nicht die. Also ich weiß, dass ich auf Gerüche empfindlicher reagiere als andere Menschen, das weiß ich. Oder was es mit der Sprache zu tun hat, die Idee hatte ich noch nicht. Ja, ist interessant. Also könnte sein, dass die Kombination Nase mit Geruch, Gehör und Geschmack, dass die bei dir zusammenarbeiten. Also das Sprachstimmen hat einfach was mit Gefühl zu tun. Ja. Magst du ein Beispiel haben? Ja, könntest du für,
für meine Polypen hier was machen. Ja, bitte. Eine der ersten Fragen, die du hier gestellt hast, war, nimm wahr, was sie ausmacht. Und ausmachen ist für mich, oder ich frage andersrum, wie wäre die Frage, was macht sie an? Könnt ihr den Unterschied spüren? Ja, ja. Das ist oft die Rede davon, was einen Menschen ausmacht. Also ich rede lieber von den Dingen, die mich anmachen. Das Feuer zum Beispiel. Das heißt, bei GTV wärst du genau richtig. Wirklich? Warst du in der Podiumkonferenz, hast du jetzt die Pressekonferenz, warst du dabei? Nein. Okay. Also ich reagiere, ich habe es jetzt das letzte Mal auch gesagt, wenn die Menschen in Mannsprache reden, das schwappt zu mir rüber und ich bin damit beschäftigt, das erstmal rauszutun und dann zu schauen, was gehört zu mir. Wenn jemand nichts erzählt, kann ich einfach wahrnehmen, aha, das ist deins, und dann kann ich schauen, okay, das hatte ich vielleicht auch schon, habe ich auch schon erlebt, oder das kenne ich. Dann bin ich in der Freiheit. Mann ist übergriffig, also ich empfinde es als übergriffig. Oder Du-Sprache. Ja, wenn du bei einem Seminar bist oder so, dann kannst du das und das erleben und dann machst du die und die Erfahrung, erzählt, manche Menschen erzählen so. Ja. Und dann bin ich die ganze Zeit nur beschäftigt, innerlich so, oh, war da drüben mit deinem Zeug. Und ich nehme dann, also ich bin damit beschäftigt und ich nehme nicht wahr oder weniger wahr, was der andere mir von sich erzählen mag. Oder die anderen. Solche Dinge zum Beispiel. Schön. Sehr interessant. Sehr spannend. Auch lebenslang. Lebenslanges Lernen. Die Sprache ist so alt wie die Geschichte und hat auch Verletzungen. Und ja. Ich war in Österreich in einer Konferenz in Sprache und Absicht. Ich habe einen Vortrag in Salzburg. Salzburg, eine internationale Pädagogenkonferenz, ne, von der, wie heißt die, Werktagung. Ne? Ich habe hier 3 Tage Workshop auch gegeben. Es war sehr interessant. Ne? Ob das, was wir sagen, auch stimmt mit das, was wir meinen. Ne? Könnten Schlösser zusammenfallen. Eine tiefere Ebene. Also das ist was anderes, was ich bei, also es hat schon natürlich mit dem zu tun. Ich hatte bei dir so das Gefühl, dass du manchmal Dinge in dir hast, die du nicht so klar aussprichst, wie du sie in dir hast. Ja, ja. Ist besser so vielleicht. Ne? Okay. Na, wenn du zurückhältst, staut sich auch was. Also das ist Zeit. Tänzer. Tänzer. Du bist Tänzer. Ich bin Tänzer. Ja. Ach, interessant. Ich würde das einfach in einen Raum machen. Also der Tänzer, der nicht kontrolliert tanzt, ne? Der einfach durch das Tanzen immense neue Dimensionen auch entdecken kann. Und egal, ob du es jetzt eine Erfahrung hast, aber also damit kannst du immense Forschungen machen. Schließt den Raum und gehst ins Tanzen. Unkontrolliert, ne? Nicht so einfach voll. Und wenn es dein Wunsch ist und dein, ja, dann entdeckst du neue Dimensionen. Und das öffnet natürlich viele Türen. Das könnte auch berufliche Türen einfach auch öffnen. Ich würde das als Medium einfach auch nutzen. Es ist Wildes, ne? So, immer vorher gut viel Wasser trinken, weil das geht in Kreislauf, wenn es wild ist. Und dass es keine Ecken und Kanten gibt. Ja, weil es ist, ja, genau. So, genau. So, können wir ein bisschen überziehen? Können wir überhaupt überziehen? Ja, so, ja. Hast du gestern gemalt? Nein, aber ich wollte. Gut, das war's. Weiter?
Ja, ich würde jetzt als Medium die Malerei nehmen. Ne? Aber große. Ne? Du kannst einfach sagen, du hast du, was weiß ich, wenn jemand irgendeinen Raum hat, aber musst du dich also nur unschuldig malen, nicht das, was du siehst, sondern ohne etwas reinzutun. Ne? Wenn jemand sagt, oh, ich habe eine weiße Wand, dann kannst du sagen, gut, ich komme und ich male dir die Wand. Und da tobst du dich aus 12, 24 Stunden am Stück, bis du das fertig hast. Ne? Aber ohne irgendetwas hineinzubringen. Also nicht die Bilder, die du siehst, oder es muss rein sein, das, was du malst. Das ja. ist einfach Farben, die an ihm zusammenkommen. Ja. Sozusagen. Ja. Also ohne eine Absicht. Ne? Sie hat schon Wand genommen. Was? Sie hat schon Wand genommen. Ah, ja. Ja, habe ich schon genommen. Drei Tage in Anspruch. Zu Hause. Ihre Zimmer. Ja. Meine Wand. Möbel kommen keine dahin. Ich mache zwar sehr gerne, also gerade solche Farben, wenn ich einfach zusammentue, aber mir wurde eben oft geraten, ich soll anfangen, etwas Handfestes zu malen. Also sowas wie Menschen, Tiere sollte ich malen, da es nämlich besser für meine Ausbildung wäre. Und dann habe ich einfach damit angefangen. Mhm. Wer hat das gesagt? Lehrer. Dann schreibe ich eine Abmahnung. Ich schreibe ein Zeugnis für die Person, die dir das gesagt hat. Ich schreibe ein Zeugnis. Ich schreibe eine Note, einen Brief der Person, die das gesagt hat. Und du, wenn du es annimmst, ja auch. Alles, was uns ausmacht, jedes Auto, jedes Produkt ist daraus entstanden. Das ist Jobkillerei. So ein Satz. Kreativitätkillerei. Alles ist aus dieses sich wagen entstanden. Alle Erfindungen, alle Wissenschaften, alle. Ja, okay, gut. Ich sag lieber jetzt mal dazu. Hm? Ja, dann mal konkrete Sachen. Nee, du sollst das nicht, weil dann mischst du dich ein. Es ist dein Spaß, es ist einfach dein Ventil, wo du dich entspannen kannst. Und dann hast du die Kraft, die Menschen zu sehen. So ist es. Das andere kommt durch die Entspannung und nicht durch den Zwang. Ich habe eine Idee, was dir hilfreich sein könnte, wenn du es nicht schon selber weißt. Hast du es hören? Ja. Mal, dass du die Lehrer, okay. Was die Lehrer brauchen und die wissen, dass du was anderes brauchst. Oder was anderes machst. Oh, wie schön. Gib ihnen einfach das Futter, das sie brauchen, dann kommst du durch und mach deine Sachen. Bist du? Oder? Bist du? Ja. Also für dich ist Organisation. Ne? Es ist etwas schon wie ein Organismus, also du siehst einfach lauter kleine Systeme, die selbstständig sind, oder Netzwerke, ne? Und du kannst gut mit diesen Netzwerken einschalten, ausschalten, verändern, kommunizieren, aber es ist noch etwas Loses, ne? Das heißt, er wäre gut in der Betreuung von Firmen, eine Firma da, ab und zu, regelmäßig, weil du kriegst sehr schnell so Zusammenhänge, ne? Zusammenhängende Sachen. Also du kannst springen. Es wäre für dich nicht, oh, ich möchte bei einer Sache bleiben. Nein, du möchtest. Ist nicht gut, ne? Weil eine Sache, weil das entspricht nicht deine
deine Talente. Ne? Das heißt, mehrere Sachen, die du betreust, beruflich und mit Klarheit und mit Kompetenz und mit so sehr effektives Handeln. Ne? Und das zentriert dich, wenn du das so machst. Ne? Wenn du bei einer Sache bleibst, dann verwirrt dich das. Weil dich zieht das auch in diese andere Bereiche. Redest du jetzt von ihr oder von mir? Das kommt mir so bekannt vor. Das ist das Ding, was ich gerne längere Zeit möchte. Das ist einfach alles, was wir tun, spricht uns alle an. Und wir können alles voneinander lernen. Ne? Das heißt, wie machst du das? Das heißt, du könntest einfach auch von ihr was lernen, überhaupt. Ne? Diese Stärkung durch die individuellen Kompetenzen untereinander ist für mich absolut wirklich. Ja. Und Frage habe ich noch dazu. Und wenn diese vielen Netzwerke zu viel werden? Ja, das sag was dazu. Ja, das ist eine wichtige Frage. Ja. Kann man aber so oder so verstehen. Wenn sie dir zu viel werden oder wenn sie. Ah ja. Ich hab's, warte mal. Ich hab's. Ja, dann machst du die alle in einem. Das heißt, du machst einen Dimensionssprung. Du siehst das von oben, wenn die dir zu viel werden. Ah, das verstehe ich jetzt. Das heißt, immer wenn etwas dein Lernsystem ist einfach auch, dass es dir zu viel wird, dann machst du einen Sprung, Adlersicht, und dann plötzlich das, was zu viel wird, siehst du mit einer neuen Klarheit. Mhm. Einfach hochspringen, kannst dir helfen lassen. Seid ihr zusammen? Oh, passt! Oh, ich blick dich aus, setz dich auf den Schoß. Okay. Eben, ich habe jetzt wegen Zeit bin ich in den Bereich Kompetenzen gerutscht. Gerne, einfach wer Interesse hat, ab und zu live von zu Hause, eine Stunde in der Woche. Oder morgen haben wir ein Zwei-Tage-Seminar. Gerne weiter. Also alle zwei Monate halt. Und jetzt, genau. Das ist sozusagen, normalerweise wären wir heute zu Hause und hätten zu Hause begonnen. Die meisten konnten jetzt nicht herkommen. Mhm. Alle zwei Monate. Wo seid ihr? Also, ihr 20 Minuten von hier in Dingolfing. Nee, Dingolfing. Ein Dingolfing. Mhm. Also, wir haben bis zu 35 Kanäle. Mein neues Ding war durch den TV einfach die Wertschätzung der Menschen. Ne? Und meine Kompetenz ist einfach, nicht immer im Mittelpunkt zu stehen, sondern immer die andere auf Sendung zu schicken. Ne? Es ist nicht einfach. Normal wollen wir immer im Mittelpunkt sein. Ne? Und dass die Welt zu überfluten einfach mit diesen Themen, mit diesen neuen Energien, weil es ist wirklich schwarzmagisch, wie alles unterbunden wird. Ne? Es ist uns nicht bewusst, wie alle Schönheit und Kreativität in der Welt richtig niedergemacht wird. Und wir machen mit. Wir machen mit, weil wir lassen das mit uns machen. Ob wir es wollen oder nicht, es ist so. Oder? Jetzt. Zum Beispiel ein Kräutervortrag oder dein Kräuterseminar über online oder so. So viel möglich. Ne? So, das ist so, was mich selber auch. Da kommt so kein Spiel drauf. Ja. Ja. Eben, das ist medienmäßig, es ist ganz wichtig, die Medien, das ist Kommunikationsmittel, wo jeden Tag zur Verfügung stehen, Tag und Nacht,
Wir haben über 35 Kanäle. Nutzen wir das jetzt, ne? Weil jetzt ist einfach auch unsere Freiheit, ne? Für die Kommunikation, für das, was ihr macht, für wenn ihr Ideen habt, sagt einfach auch Bescheid. Geht selber auf Sendung von zu Hause aus. Ich kann die Leute anrufen, du kannst sagen. Glück machen. Also wenn ihr Ideen habt, gerne, steht einfach alles gerne zur Verfügung. Deswegen. Also ich wollte noch ein schönes Ziel sagen, weil es jetzt im Prinzip nichts, weil Geistwesen haben eigentlich nur so die sozusagen Schatten. Ich wollte einfach nur sagen, schön, dass du da bist und du bist eine, so wie es war, eine Muse. Das heißt, du musst gar nicht viel, also du inspirierst, wenn du da bist. Das ist, weiß nicht, das war die ja, schön. Ja. Das wollte ich dir noch sagen. Dankeschön. Stimmt, ja. Ja, und in kurzer Zeit wird sich schon die Sache lösen. Das habe ich heute auch bekommen, die Information. Ja. Ja. Und die Arbeit, die gemacht wurde, das war sehr, sehr wichtig jetzt. Ne? Vielen Dank nochmal. Ne? War sehr wichtig. Gut, Dankeschön. Tschüss. Bitte. Und wenn alle gucken, wenn die Leute klatschen, weiß ich nicht, was ich machen soll. Ne? Ich bin noch verlegen. Ah!